Hallo, liebe Gartenfreunde. Hier stand letztes Jahr unser Bodenzelt. Dieses Jahr haben wir uns entschlossen, uns tatsächlich ein Hochbeet selber anzuschaffen. Und zwar wird das natürlich aus Paletten gebaut, genauso wie Ingo vor anderthalb Jahren für meine Schwester eins gebaut hat. Den Film verlinken wir euch hier gleich in der Beschreibung und in der Infokarte. So, erstmal stellen wir uns hier so eine halbwegs ebene Fläche her und legen ein paar Betonsteine drumherum, ein paar Platten, damit das halbwegs gerade steht und wir gut drumherum mähen können. Hierzu verwenden wir alte Platten, die hier noch rumliegen. Deswegen sehen die auch etwas bunt gemischt aus. Und mit voller Absicht direkt ins Erdreich und nicht groß in Beton oder sonst wie. Denn wenn man mal wieder was ändern möchte, dann hat man so kein Problem. Platte weggenommen und fertig. Die Mitte wird mit Kompost etwas angefüllt, damit das Drahtgitter nicht gleich Druck bekommt. Und da kommt auch schon das Hochbeet. Extra Folie gekauft hätten wir nicht, aber wir haben hier auf dem Grundstück auch noch ein riesiges Stück LKW-Plane geerbt und das werden wir hier verwenden. Hier schraubt Ingo das obere Abdeckbrett rundum wieder an. So sieht's doch recht gut aus. Gefüllt haben wir das Hochbeet erstmal mit einer dicken Schicht Schreddergut von unseren Ästen und Zweigen, die beim Baumschnitt hier angefallen sind, mit einer guten Schicht aus Pferdemist, den wir ordentlich festgetreten haben, und dann mit etwas ungesiebtem, halbgarem Kompost. So, Ingo hat das, also den gesiebten Mutterboden, den wir beim Tiefbauer hier aus dem Dorf geholt haben, gemischt mit unserem Kompost und das Beet nun quasi bis Oberkante aufgefüllt. Ja, da haben wir jetzt den Kompost nicht gesiebt, wir lassen das jetzt ein paar Tage sitzen. Ich nehme an, dann wird es schon mal ein bisschen ansacken und dann kommt ein bisschen gesiebter Kompost drauf und dann wird eingesät. Ja, also mal so als Hausnummer, hier kostet der Kubikmeter gesiebter Mutterboden, wenn man ihn selber auf den Anhänger legt, schippt, 10 Euro oder was? 2,50 für ein Viertel Kubikmeter haben wir bezahlt. Und an der nächsten Grüngutverarbeitung, da zahlen wir für reinen Kompost Kubikmeter 12 oder 13 Euro oder sowas. Und wenn wir hier mal in die Bredouille kommen, mit unserem eigenen Kompost nicht auskommen, dann holen wir uns da welchen nach. Das wird vermutlich hier bei den letzten Beeten der Fall sein dieses Jahr. Ja, deutlich günstiger als irgendwelche Sackware. Ja, nochmal ein Schwenk auf den tapferen Chipper. Diesmal soll es darum gehen, für dieses Hochbeet einen passenden Frühbeetkastenaufsatz zu machen. Ich habe aus solchen hatte ich noch so ein paar alte Lagerhölzer aus Lärchenholz und die habe ich mir zurechtgeholt und zurechtgesägt zu solchen Leisten hier mit einem Querschnitt von 4 x 3 cm. Und aus diesen Leisten will ich das Teil zusammensetzen. Das hier sind schon mal die grob abgelenkten Stücke für den Kasten selber und der Deckel ist dann noch separat. Hier habe ich mir jetzt im Maßstab 1:1 die Seitenwand aufgerissen. Unten wird das Teil 20 cm hoch, oben ungefähr 46 cm. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe hier unten eine Leiste, oben eine und dann wird das hier senkrecht
so verbunden. Die müssen jetzt natürlich entsprechend abgelenkt werden. Der Vorteil der 1:1 Zeichnung ist jetzt natürlich, dass ich die Teile genau auflegen kann und entsprechend anzeichnen. Mit der Schmiege nehme ich mir den Neigungswinkel ab. Er beträgt hier 14 Grad. Ich möchte jetzt die einzelnen Rahmenteile mit Schlitz und Zapfen verbinden. Das ist 30 mm dick, das heißt, ich mache 10er Zapfen und entsprechend auch den Schlitz 10 mm. Jetzt muss hier angezeichnet werden und dafür ist es wichtig, dass ich mir erstmal alle Teile hinlege an die richtige Stelle und kennzeichne mit dem Tischlerdreieck, wie hier. So dass ich immer von einer Seite anreiße, nicht mal von der einen, von der anderen Seite, da schleichen sich wieder Fehler ein. Und jetzt habe ich hier mein Streichmaß auf 10 und 20 mm eingestellt und kann dann hier anreißen. Und ich nehme immer hier die gezeichnete Seite, von der aus reiße ich an, dann ist es immer gleich. Selbst wenn sich hier kleine Fehler ergeben, macht das nichts. Wenn der Schlitz bzw. der Zapfen letztendlich nicht ganz genau in der Mitte ist, sondern minimal verschoben, aber bei allen Teilen gleich, meinst du jetzt? Ja, dann passt es trotzdem. Ja. Ne? Und dann ist noch ganz wichtig, dass man sich kennzeichnet, was weggesägt werden soll und was stehen bleiben muss. Sonst hat man hinterher zweimal Zapfen oder zwei Schlitze. Ja. Dann kann man es wegschmeißen und das passiert leichter, als man glaubt. Üblicherweise laufen die aufrechten Teile immer durch. Das heißt, hier machen wir in die aufrechten Teile den Schlitz rein und in die waagerechten Teile die Zapfen. Da kommt er schon, wa? Ja. Ja, die erste Seite ist fertig. Mit den Zapfen und Schlitzen, das hat ganz gut hingehauen. So, wenn ich es drauflege auf die Schablone, das passt zusammen. Und jetzt noch die zweite Seite und dann kann der Kram verleimt werden. Das geht mit so einem dünnen Span besser als mit einem Pinsel, da kommst du gar nicht zwischen. Ne? Pinsel kommt man nicht zwischen, ja. Wichtig ist, dass gut hier vollflächig Leim angegeben wird und nachher an die Zapfen auch nochmal. Das erste Seitenteil ist verleimt und können wir hier nochmal gucken. Wichtig bei den Ecken, wenn die Zapfen jetzt etwas überstehen, dass wir nicht genau da pressen, denn wenn er ein bisschen übersteht, kriegen wir ja keinen Druck hier drauf. Deswegen haben wir hier die Zwischenlagen genommen. Die Verbindung von den Seitenteilen
Zu den Querleisten wird über Schrauben bewerkstelligt. Wichtig bei der Verschraubung in Hirnholz, dass die Schrauben weit genug ins Hirnholz eingreifen. So, hier haben wir ja Schlitz und Zapfen für die Eckverbindung. Und da in den Querholm ist ja eingebohrt, eingeschraubt. Und jetzt hat das den Vorteil, dass die beiden Schrauben hier auch noch diese Eckverbindung hier sichern. Ja, den Deckel habe ich aus den gleichen Querschnitten gemacht wie das Grundgestell. 3x4 cm und hier auch auf Schlitz und Zapfen. Da denke ich, da habe ich die größte Haltbarkeit. Wichtig ist ja dabei, dass die schönen Saugen passen. So, ne? So soll es sein. Und jetzt können wir das verleimen. Nun müssen noch einige Kleinigkeiten angebracht werden. Vorne ein Steg noch, um den automatischen Fensteröffner anzubringen und eine Strebe zum Aufstellen des Teils. Zum Bespannen verwenden wir eine spezielle Gewächshausfolie. Da schneiden wir eine Bahn, die waagerecht rund um die ganze Kiste herumgespannt wird. Das spart zusätzliche Stöße und ein zweites Stück für das Dach. So, der Deckel ist jetzt angeschraubt. Hier ist ja alles vorbereitet für den automatischen Fensteröffner und den baut Ingo jetzt an. So ein automatischer Fensterheber ist schon eine tolle Sache, denn schnell wird es mal zu heiß im Frühbeet und dann würden die Pflanzen leiden, wenn man das nicht gleich merkt, und dann öffnet er eben. Und so eine teure Geschichte ist das auch nicht, der liegt so ungefähr bei 15 Euro. Unser Frühbeetaufsatz ist nun fertig und jetzt will ich noch mal erklären, was ich mir dabei so gedacht habe. Einmal haben wir ja hier den unteren Teil schon mit Fenstern, beziehungsweise hier durchsichtig, damit die Pflanzen viel Licht kriegen. Und wir haben eine gewisse Höhe, damit man auch hier vorne schon Pflanzen in gewisser Größe stehen haben kann. Oben den Deckel, der dann mit dem automatischen Heber aufgeht, damit wir hier noch einen gewissen Schutz haben, bleibt also dieser untere Rand ja stehen, ein gewisser Windschutz, auch wenn der Deckel offen ist. Und damit man jetzt gut arbeiten kann, wäre das, wenn wir den Deckel aufmachen, über diese Kante hier bis hinten hin, wir haben ja einen Meter Tiefe etwa, das wäre ein bisschen reichlich, sich da immer rüber zu bücken. Deswegen auch der untere Teil zum Anheben. Hier wird also die Stütze eingestellt, da noch zur Sicherung auf der anderen Seite ein Gurtband, dass es durch Wind nicht nach oben aufschlagen kann. Und man kann jetzt bequem bis hinten hinreichen und hier arbeiten. Und der Heber, der ja hier etwas nach unten ragt, der liegt auch nicht hier in der Erde drin. Das wie ist bei unserem Frühbeetkasten. Wie bei unserem anderen Frühbeetkasten, da müssen wir immer so ein kleines Loch buddeln. Hier ist er also oberhalb der Erdoberfläche. Ja. Auch ein Vorteil. Ja, also wunderbar zu arbeiten. Wenn man fertig ist, wird die Stütze eingeklappt, das Teil abgesenkt. Und fertig. Und wir müssen uns um den Heber hier überhaupt nicht kümmern, ob der aufmacht oder zu. Da braucht man sich nicht auszuhängen, einzuhängen oder sonst irgendwas. Kann man hinten hier nochmal gucken. Die zwei Paar Scharniere, also die oberen für den automatischen Fensterheber, dass er das Dach anheben kann, und die unteren halt, damit der ganze Kasten hochgehoben werden kann. Vorne haben wir hier etwa 20 cm Höhe
und hinten 46 cm Höhe, also hier kann man doch schon einiges unterbringen. Die Schräge nicht zu flach, auch weil wir eine Folie haben als Bespannung, sollte die mal ein bisschen durchhängen. Da kann es nicht so leicht dazu führen, dass wir hier so einen Wassersack bilden, wo das Wasser dann nicht abläuft. Hier in unserem Frühbildkasten, wo wir ja etwa vor 10, 12 Tagen vollgefüllt und eingesät hatten, da habe ich gestern die Erdtemperatur gemessen mit unserem Erdthermometer mit etwa 20 cm tiefen Spieß und da war die Temperatur in 20 cm Tiefe bei 22 Grad, also ganz ordentlich, wie diese sagen wir, Heizung durch Pferdemist hier funktioniert. Das Hochbeet haben wir gestern fertig gefüllt und da war die Erdtemperatur bei 6 Grad. Jetzt ist sie schon bei 7 Grad. Ich bin mal gespannt, wie schnell und wie doll sich das hier entwickelt. Der Frühbeetkasten ist ja quasi eingegraben. Hier kommt natürlich etwas mehr Kälte von draußen herein, aber es ist ja ordentlich organisches Material drin, was jetzt auch Hitze entwickeln sollte. Schauen wir mal.